Was ist das für ein Gefühl für einen Autor, wenn er jahrelang, monatelang oder jahrzehntelang an einem Buch, an einem Text gearbeitet hat und dann irgendwann hat man ihn als Buch in den Händen, ist jetzt fertig, man öffnet es, es riecht noch nach Druckerschwärze. Was kommt da für Gefühle auf? Also es gibt so Autoren, die so pathetisch sagen, das ist wie die Geburt von einem Kind oder so. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe nie ein Kind geboren. Ich muss also sagen, es ist ein bisschen ein gemischtes Gefühl. Einerseits hat man die Freude, das Produkt ist da, man hat lange daran gearbeitet, am Schluss wird es immer mehr, weil am Schluss kommen die letzten Korrekturen, dann kommt der Verleger und sagt, du, jetzt sollten wir noch schauen. Der Tagesanzeiger hat gesagt, ich will noch mit dir reden, wenn hast du noch Zeit, das muss aber morgen sein. Und es kommt dann ganz viel plötzlich am Schluss. Oh, jetzt hast du noch den Terrain, noch ein Foto machen. Und hast du schon geschaut, ich will noch die Zettel rausgeben, die Werbung für den Verlag und so. Dann hast du mal 1000 Sachen am Schluss. Also das heisst, es steigert sich dann so. Und dann ist das Buch da, dann ist einmal etwas da. Und dann geht es aber dann los mit Lesungen, mit Buchpräsentation, mit Lesetour mit diesem Buch. Und dann kommt natürlich auch irgendein ist der Moment, wo man sagt, gerade bei Lesungen, wo man sagt, oh, das hätte ich anders schreiben sollen, das hätte ich anders schreiben sollen, das hätte ich weglassen sollen. Dann ist es fertig, dann kann man es nicht mehr verändern. Also es hat etwas sehr Schönes, aber es hat auch etwas sehr Definitives. Und meistens, wenn ein Buch rauskommt, bin ich sowieso gedanklich wieder etwas anderem, wo ich schon länger dran bin, weil es ja so lange geht. Also von dem an, wo ich das, zum Beispiel jetzt habe ich im Dezember habe ich ein Buch an meinem Verleger gegeben, also ein Manuskript, und das kommt jetzt im April raus, es sind 4 Monate, ich habe natürlich 4 Monate lang auch wieder anderes Zeug geschrieben. Genau, das war ja eben nicht eine hypothetische Frage, sondern eine ganz konkrete, ist jetzt in 2 Wochen erscheint das neue Buch, der Goalie bin ich oder so heißt das, oder? Der Goalie bin ich, ja, ist der Titel vom Buch. Ja. Wärst du gerne Goalie geworden früher, oder warum? Bist du der Goalie da? Nein, der Goalie bin ich, ist eigentlich der, der das Buch erzählt hat. Aber das bin ja nicht ich, sondern das ist die Figur. Also die Figur im Roman. Die hat als Kind immer ins Goal müssen, sie geschüttet haben. Jetzt die selber Kind waren, die meisten. Und die selber auf der Straße geschüttet haben, die wissen, dass das nicht unbedingt eine Ehrenauszeichnung ist. Dass man nämlich immer den ins Goal tut, der nichts kann. Sagt, du kannst noch Goalie sein. Als Kind, später ist es anders, aber als Kind auf der Straße braucht man auch keinen Goalie. Also tut man den, der nichts kann, ins Goal. Und das heisst, das ist der Aussenseiter von Anfang an. Und das ist dann programmatisch bei dem Roman. Der Goalie erzählt das, als er als Kind der Goalie war. Und es hat eigentlich eine Logik, oder? Als Kind ist man auch noch, als Kind ist man optimistisch und dann denkt man an das Goal schiessen und nicht an das Goal verhindern. Darum braucht es keinen Goalie. Und darum ist der Goalie muss sein, ist eigentlich der, der gerade so gut heim könnte. Jetzt, obwohl das so tragisch war, der Goalie zu sein in der Jugend, wird ja in diesem Buch trotzdem scheinbar die Kleinstadt, diese Erinnerung wieder zum verlorenen Paradies erholen. Wie geht das zusammen? Das ist eigentlich negativ, diese Erinnerung. Ja, wir haben natürlich alle die Erinnerungen, die wir haben, oder die Biografie, die wir haben, und wir können uns ja nicht daraus stellen. Ich habe natürlich jetzt für mich eine Erinnerung erfinden, aber ich schreibe über die Erinnerung, die ich habe. Und statt dass ich mir jetzt irgendeine Geschichte aus den Fingern suche von irgendeinem Agent, der durch Europa chattet und Morden aufklärt, oder was weiß ich, und dann alles muss recherchieren und überall muss schauen, kann man das überhaupt von Hamburg auf New York fliegen, über Chicago oder was weiß ich, irgendein Zeug. Statt dass ich so irgendetwas erfinde, schreibe ich über das, was ich kenne. Eben. Und das, was ich kenne, ist jetzt in diesem Roman konkret 80er Jahre in einer kleinen Gemeinde im Mittelland, oder einer kleinen Stadt im Mittelland, 80er Jahre. Das kenne ich aus der Erinnerung. Und das ist jetzt schon ein bisschen verklärt, weil es eben schon fast 30 Jahre zurückliegt. Kommt das ein bisschen Patina drauf, vor Erinnerung. Und dann ist das für mich ein guter Boden, um eine Geschichte zu schreiben. Da muss ich nicht alles recherchieren. Ich weiß noch, ich habe es noch im Ohr, wie man dann geredet hat, was einen dann beschäftigt hat.
und kennen das Milieu, das ich beschreibe. Jetzt haben Sie gehört, jetzt kommt ein Roman. Bis jetzt bist du uns bekannt als ein Schreiber von Kurzgeschichten, von Gedichten, von Slam-Texten, von Radio-Kurztexten. Wieso dieser Wechsel zum Roman? Ist das ein grundsätzlicher Entscheid oder ist das ein einmaliger Ausflug oder was ist das? Nein, das ist ein Marketing-Gag von den Verlegern. Ein Buchverleger sagt heute nicht auf einem Buch rückgeschrieben oder auf ein Buch kommen, schreiben einen Roman, dann kann ich das verkaufen, wenn ich schreibe Monologe oder wenn ich schreibe Erzählungen oder Miniaturen oder so, dann kauft das niemand. Das ist mal gesagt. Aber ich habe nicht wegen diesem Roman geschrieben, sondern ich habe eine Geschichte geschrieben, von dem Goli, der aus lauter kleinen Episoden besteht, aber auch eine zusammenhängende Geschichte ist. Und der Verleger hat eine riesen Freude gehabt, gesagt, hey, das ist ja 200 Seiten, geht das immer weiter, also sagen wir dem Roman. Dann habe ich gesagt, hast du das gewissige Roman? Das ist ja vielleicht eine längere Erzählung. Und ich habe gesagt, nein, Roman. Und im Inneren muss ich sagen, ich bin sehr einverstanden, weil der Roman vom 19. Jahrhundert, das ist ja die Form vom 19. Jahrhundert der Literatur. Und der Fontane hat so wahnsinnige Romane geschrieben, oder meinetwegen in der ersten Hälfte von diesem Jahrhundert Tage Brüder Thomas Mann und Heinrich Mann. Das kann man nicht unbedingt steigern. Also, irgendwann hat der Roman angefangen, sich von einer realistischen Gattung wieder wegzugehen und ein bisschen experimenteller werden. Und dem sagt man heute auch Roman. Oder? Und das, was der realistische Roman, das, was der Fontane gemacht hat, oder der Thomas Mann gemacht hat, das ist nachher zum Film gegangen. Also, das hat der Film übernommen. Einfach ein Roman erzählen. Und unsere Romane heute, die wir heute machen, die sind etwas experimenteller, die sind etwas zerstückelter. Und meinen ist jetzt, ist eigentlich schon ein Roman. Es passiert etwas, es hat einen Bogen. Aber innerhalb des Romans, weil der Eichenzähler so eine Plauderigkeit ist, hat es dauernd Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben, aus seiner Vergangenheit, die er erzählt oder einbringt, wo wieder eine Rolle spielt. Es ist eigentlich ein Roman, der aus lauter Geschichten besteht. Deine Arbeit ist ja nun abgeschlossen, hast du vorhin gesagt, jetzt kommt dann die Mühsal des Verkaufens, des Promovierens und so weiter. Und du hast auch schon angedeutet, eigentlich arbeitest du schon wieder an was Neuem, einem neuen Text. Kannst du uns dazu schon was verraten oder ist das noch hochgeheim? Nein, geheim ist es aber nicht. Das Problem ist nur, wenn ich es nachher den Leuten sage, dann kann man habe ich das schon wieder vergessen, was ich jetzt heute Morgen sage, und in einem Jahr kommt einer und sagt, du hast doch mal gesagt, du machst den und den Roman. Kommt der jetzt raus? Und ich sage, habe ich das mal gesagt? Und das habe ich dann schon lange wieder alles geändert und so. Aber was effektiv stimmt, ist, dass ich schon längere Zeit an einem hochdeutschen Roman bin, wo der auch rauskommt, weiss noch nicht wann und wo. Aber schätzungsweise in einem Jahr oder so, sollte der auch parat sein. Und das ist ein hochdeutscher Roman, weil er ein bisschen komplizierter ist in der Konstruktion. Und dann kann man, im Hochdeutschen hat man mehr Möglichkeiten, zum Sachen erklären. Oder die Mundart ist eben, zum Beispiel die Berner Mundart hat ja nicht einmal eine Sie-Form, oder? Also wir sagen ja nicht einmal Sie. Und dann haben wir ganz wenig Zeitformen, wir haben keine Zukunftsform in den Verben und so. Kann man nachher mit Hochdeutsch noch ein bisschen mehr Varianten reinbringen.